Also, worin besteht die Tragik? Das Volk, was so viel mit Gott erlebt, am Ende nicht beim Messias ankommt. Zumindest der größte Teil. Und die Tragik besteht darin, dass Israel, als es vor die Wahl gestellt wird, nehme ich das Gesetz oder nehme ich die Gnade? Nehme ich den Ansatz, ich erarbeite mir die Gerechtigkeit oder ich lasse sie mir schenken? Tatsächlich auf das Gesetz vertraut. Kapitel 9, Vers 30, was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, also die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, muss man ganz nüchtern sagen, der normale Heide hatte mit einer Gerechtigkeit, vor allem mit einer Gerechtigkeit vor dem Gott der Juden, überhaupt nichts am Hut, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist, Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Es hat das Ziel des Gesetzes. Und die Aufgabe des Gesetzes besteht darin, zum einen mir zu zeigen, dass ich ein Sünder bin. Zum zweiten mir zu zeigen am Opfersystem, wie ich aus meinem Dilemma herauskomme. Nämlich, dass ein anderer für mich bezahlt. Im Alten Testament ein Tier als ein Hinweiszeichen auf das eine Opfer, was im Neuen Testament am Kreuz gebracht wird. Das Ziel des Gesetzes besteht darin, mich hin zu dem zu bringen, der als Gesetzgeber hinter dem Gesetz steht. Mich in eine Beziehung mit Gott hineinzuführen. Und das Volk Israel ist daran vorbeigegangen. Warum? Vers 32. Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Gott wird Mensch. Und das ist hier, was jetzt kommt, ein Zitat aus Jesaja 8. Gott selbst wird Mensch und wird zum Stein des Anstoßes für sein eigenes Volk. Sie müssen sich entscheiden, wie sie diesem Gott-Menschen Jesus begegnen. Und sie entscheiden sich dafür, dass sie an ihm zu Schanden werden. Vers 33, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist die Idee. Aber sie haben nicht geglaubt. Und das wird für sie zum großen Fallstrick. Kapitel 10, Vers 2, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Das sind jetzt nicht Faulpelze, die in der Ecke sitzen und sagen, mich interessiert eigentlich nichts von Gott. Sie haben Eifer, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Das Problem der Israeliten besteht darin, dass sie schon etwas tun wollen. Darin können sie uns auch ein Vorbild sein. Jeder Pharisäer. Wir schauen ja öfter mal so ein bisschen naserümpfend auf Pharisäer runter. Aber jeder Pharisäer kann uns ein Vorbild sein in puncto Fleiß. Die haben sich angestrengt. Blöderweise in die falsche Richtung. Vers 3, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, sie haben nicht verstanden, wie Gottes Gerechtigkeit funktioniert. Dem Abraham wurde die Gerechtigkeit zuerkannt, weil er glaubte. Diese Idee, die ging einfach nicht in ihren Kopf. Da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Gott kommt, Gott wird Mensch, Gott zeigt ihnen, wie man gerecht werden kann. Und zack, sie gehen nicht drauf ein. Sie lehnen den Messias ab und der Stein des Anstoßes wird für sie zu einem Fels des Ärgernisses, der sie zerdrückt. Es ist eine Entweder-oder-Entscheidung. Entweder Werksgerechtigkeit
oder Glaube. Ich muss mich entscheiden. Und ich muss mich entscheiden, seitdem Jesus ein für alle Mal deutlich gemacht hat, dass diese Entscheidung unumgänglich ist für jeden. 10 Vers 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Problem an der Übersetzung hier, dass das zur Gerechtigkeit am Ende steht, da gehört es eigentlich nicht hin. Ich ziehe es mal vor, da wo es eigentlich hingehört. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit. Erstmal bis dahin. Das Gesetz als ein Mittel zur Gerechtigkeit. Das Gesetz, das Halten von Geboten als Prinzip, mit dem ich mir Gerechtigkeit erarbeiten kann, kommt sichtbar für jedermann an seine Grenzen in dem Moment, wo Jesus auf die Erde kommt und am Kreuz stirbt. Warum? Weil, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, dass man sich durch das Halten von Geboten den Himmel erarbeiten kann, dann wäre Jesus und sein Sterben am Kreuz nicht nötig gewesen. Jetzt wird Gott Mensch und lässt sich auf diesen Weg der Errettung ein und zeigt quasi nebenbei, dass das nötig war, weil alle anderen Versuche nicht funktionieren. Der Christus ist Ende des Gesetzes. Die Tatsache, dass Jesus gelebt hat, kann jedem zeigen, dass es nicht funktioniert. Warum? Weil er einen neuen Weg der Errettung freigemacht hat. Und zwar für jeden Glaubenden. Und dann lässt sich Paulus darauf ein, nochmal zu zeigen, wie sinnlos Werksgerechtigkeit ist. Vers 5. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wenn du wirklich für Werksgerechtigkeit plädierst, dann denk dran, du musst es tun. Und wenn du das Alte Testament kennst, dann weißt du, dass dem Tun immer auch der Fluch des Ungehorsams gegenübersteht. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, sie zu tun. Wenn du dich auf Werksgerechtigkeit einlässt, dann kannst du dich anstrengen. Und es gibt einen Segen auf 100% unverfälschten Gehorsam. Aber wenn du einmal daneben babst, dann kommt der Fluch. Und nachdem wir alle daneben gegriffen haben, wissen wir, dass dieser Weg nicht funktionieren kann. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber, Vers 6, spricht so. Und jetzt kommen Verse, die sind nicht ganz leicht zu verstehen. Ich will es euch einfach nur versuchen aufzuschließen. Die Gerechtigkeit aus Glauben, das ist eine Gerechtigkeit, die uns sagen möchte, jetzt hör endlich auf, dich anzustrengen. Jetzt lass endlich mal los. Jetzt lass dich mal fallen in die Hände eines Gottes, der bereitsteht, dich aufzufangen. Überleg nicht ständig, was muss ich noch tun, um gerettet zu werden. Und deswegen spricht die Gerechtigkeit aus Glauben. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Oder Vers 7, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das sind die Gedanken von jemandem, der werksgerecht ist. Was muss ich noch tun? Sondern was sagt sie dir, Vers 8? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Die Gerechtigkeit aus Glauben ist nicht weit weg, schwer zu kriegen, irgendwie sich anstrengen, in den Himmel hangeln und in die Hölle arbeiten, keine Ahnung, was du tun möchtest, sondern sie ist ganz nahe. Die Gerechtigkeit aus Glauben beginnt da, wo du einfach zuhörst, wo du einfach das Wort Gottes auf dich wirken lässt, das Wort vom Glauben, das wir predigen. Du kannst aufhören, etwas zu tun. Du musst einfach nur zuhören. Da, wo du jemandem zuhörst, beginnt der Moment, wo Gott in seiner Gnade an dir arbeitet.
Da heißt es, und ich finde den Vers im Alten Testament so schön, deswegen möchte ich ihn vorlesen an der Stelle. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Umkehr und Ruhe, Stillsein und Vertrauen. Das ganze Gegenstück von diesem, ich streng mich an, ich schaffe es selber. Nein, ich kehre um zu Gott und tue Buße. Und ich vertraue ihm. Ich werde still. Und ich lasse mich von ihm retten. Jesaja 30, Vers 15. Vers 9, Römer 10, Vers 9. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Darauf kommt's an. Nicht darauf, dass du möglichst viel tust, möglichst wahnsinnige Sachen, die keiner erreichen kann, in den Himmel und in die Hölle gehen. Nein, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen, wenn du öffentlich dich hinstellen kannst und kannst sagen, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Und ihr merkt, im Neuen Testament ist das, was ich glaube und was ich weiß und das, was ich tue, immer eine Einheit. Deswegen heißt es hier, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Es gibt eine intellektuelle Seite. Ich habe den richtigen Glaubensinhalt. Ich glaube daran, dass Jesus auferstanden ist. Damit glaube ich auch, dass er gestorben ist, und zwar für meine Schuld. Und damit glaube ich auch, dass er auf diese Erde gekommen ist, real ist. Und ich bekenne ihn als Herrn und bringe damit zwei Dinge zum Ausdruck. Erstens, ich gehöre zu ihm. Er ist mein Herr. Er ist der, der mir etwas sagen darf. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Und weil der Begriff Herr gleichzeitig noch eine Gottesbezeichnung ist, der alttestamentliche Gottestitel wird ins Griechische mit dem Wort Herr übertragen. Wenn ich sage, Jesus ist Herr, dann sage ich, Jesus ist der Gott, dem ich folge, den ich liebe. Und es ist nicht irgendeine Gottesvorstellung, sondern sie ist angeknüpft an das historische Leben und Erleben des Jesus von Nazareth, der um die Zeitenwende herum Mensch wurde, gelebt hat, gestorben ist und leibhaftig auferstanden. Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und diese Form von Gerechtigkeit ist sowohl den Juden als auch den Heiden zugänglich. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und die Betonung bei diesem Zitat liegt auf dem jeder. Also Paulus fügt dieses Wörtchen jeder ein. Das steht eigentlich gar nicht da. Er verändert das Zitat so ein bisschen, um zu betonen, jeder. Egal, ob du Jude oder Heide bist, du startest als jemand, der die Chance hat, zu glauben. Und das ist wichtig. Weil in dem Auditorium Leute drin sitzen, die denken, oh, mit Juden kannst du nichts mehr anfangen. Falsch. Jeder, der glaubt, egal was du für einen Hintergrund hast, du hast die Chance. Und es ist nicht weit weg, es ist dicht dran. Es ist nicht mit Riesenanstrengungen verbunden. Zuhören und stille werden. Umkehren zu Gott. Ihn aufnehmen. Genau das tun, was wir in Kapitel 3 gelesen haben. Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wir hatten jetzt den Glaubensinhalt und das ist der Akt der Bekehrung. Es ist dieser Moment, wo, und ich kann es immer nur für mich beschreiben, wo ich nach Hause gekommen bin, Anfang 20, ich war bei einer Mai-Bibelwoche. Ich habe einen Vortrag über irgendwas gehört, ich weiß schon nicht mehr worüber. Ich kam nach Hause in mein Studentenzimmerchen, Souterrain-Wohnung, kalt, Außentoilette, im Winter eingefroren, dunkel, irgendwo in Charlottenburg. Fleckiger Teppich, ranziges Bett, also wirklich übel, aber das war bezahlbar, völlig okay. Und ich kam in meine Wohnung und ich wusste, so, jetzt ist es soweit. Ich bin ein paar Monate in die Gemeinde gegangen, hatte mir vorher die Frage gestellt, was fehlt dir in deinem Leben eigentlich? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, was mir fehlt. Mir fehlte das hier, der den Namen des Herrn anrufen wird.
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht meine Hände gefaltet und hatte noch nicht gesagt, Herr Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben Herr wirst. Dann bin ich auf meine Knie gegangen und habe das getan. Habe gesagt, Herr Jesus, du kennst mein Leben. Du weißt, wo ich herkomme, weißt, wer ich bin, brauch mich vor dir nicht zu verstecken. Ich weiß, was du für mich getan hast, ich danke dir dafür. Und das, was am Kreuz passiert ist, wo du für die Schuld der Welt bezahlt hast, da möchte ich mich einreihen. Einreihen in diese Schlange von Menschen, die gerettet worden sind. Und ich möchte das ganz persönlich für mich annehmen. Darum geht es hier. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der sagt, Herr, rette mich, der wird gerettet werden. Und jeder, der sagt, nein, ich möchte es mir erarbeiten. Nee, so einfach kann das doch nicht sein. Was man geschenkt kriegt, ist nie was wert. Der macht genau das falsch, was die Israeliten falsch gemacht haben. Und wenn ich mir die Frage stelle, woran liegt das Problem der Israeliten? Wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann werden die nächsten Verse deutlich machen, dass das Problem nicht auf Gottes Seite liegt. In Vers 14 und dann Vers 15 am Anfang fragt Paulus, wie werden sie nun den anrufen? Also wie kommt jemand an den Punkt, an dem sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Also er baut eine Kette auf und sagt, okay, anrufen ist gebongt, aber bevor jemand anrufen kann, muss er doch eine Predigt hören. Richtig. Aber bevor er die Predigt hört, er muss eigentlich erstmal glauben. Also bevor ich anrufen kann, muss ich glauben. Okay, wie kann jemand glauben? Er muss zuhören. Wie kann er zuhören? Er braucht einen Prediger. Wie kriegt er einen Prediger? Indem Gott einen Prediger schenkt. Ist in dieser Kette irgendwas schiefgegangen? Hat Gott keinen Prediger gesandt? Waren die Prediger ein bisschen blöd? Haben die womöglich nicht gepredigt? Hat man sie nicht verstanden und es kam kein Glaube hinten raus? Und ist das irgendwo in der Kette? Ist das das Problem, warum die Israeliten Gott nicht angerufen haben? Und in den nächsten Verse geht Paulus diese Kette durch und sagt, nein, das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema liegt wo ganz, ganz anders. Das Thema liegt tief im, fast möchte man sagen, in der Psyche der Israeliten verborgen. Das Problem, mit dem das Volk Israel immer schon kämpft und das Gott schon von Anfang an mit ihm hat, das Problem ist ein sehr persönliches. Es ist das Problem, wo ein Jesaja schon, Vers 16, frustriert sagt, wer, Herr, hat unserer Verkündigung geglaubt? Schon ein Jesaja sagt, wir können uns anstrengen und den Mund fusselig reden. Irgendwas stimmt mit den Leuten nicht. Und Paulus sagt dann in Vers 21, und er zitiert wieder Jesaja, von Israel aber sagt er, den ganzen Tag, und hier spricht Gott, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Die Tragik Israels liegt darin, dass in diesem Volk irgendwie Rebellion tief verankert ist. Und Gott steht da und sagt, ich strecke meine Hände aus. Ich schicke meine Prediger. Und meine Prediger wissen, was sie zu tun haben. Und sie predigen so, dass es jeder hören kann. Und theoretisch ist da die Chance auf Glauben und durch den Glauben auf Bekehrung. Aber ich kann da die Leute reinschicken, wie ich will. Ja, ich kann dastehen und rufen, kommt. Und ich muss erleben, wie mein Volk immer wieder ungehorsam widersprechend ist. Wenn du dir die Frage stellst, warum sind nicht mehr Israeliten zum Glauben gekommen, dann sagt Paulus, der Fehler im System liegt nicht auf Gottes Seite. Am Ende von Kapitel 11 beschließt Paulus das Kapitel mit einer sogenannten Doxologie. Eine Doxologie ist ein Lobpreis. Und im Moment sieht ja alles ganz finster aus.
Er hat uns jetzt erklärt, warum das Volk Israel nicht gerettet wird. Zumindest große Teile. Am Ende heißt es aber, halt, bin ich im falschen Brief. Da. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Am Ende, O Tiefe des Reichtums. Das heißt, was jetzt kommt in Kapitel 11, dreht das Thema förmlich nochmal ein bisschen um. Wir wissen jetzt, wo das Problem liegt. Im Kapitel 11 macht Paulus uns klar, dass trotzdem Gott mit seinem Volk noch nicht am Ende ist. Und das ist deshalb wichtig, weil es uns etwas über den Charakter Gottes offenbart. Du hast ein Volk, was nicht hören will, ja? Wo deine Propheten schon erlebt haben, dass sie nicht hören wollen, wo du erlebst, dass sie nicht hören wollen. Es wäre nur folgerichtig zu sagen, okay, wenn die Heiden so gut auf das Evangelium ansprechen, dann wende ich mich einfach ihnen zu. Aber so ist Gott nicht. Und wenn Paulus am Ende jubelt, Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, dann sagt Wahnsinn. Ich bin so begeistert von der Art und Weise, wie Gott mit seinem Volk, überhaupt mit der Menschheit umgeht. Dann deshalb, weil Gott sich im Kapitel 11 in die Karten blicken lässt und mal so ganz kurz zeigt, was das heißt, wenn ein Volk zu ihm, Edge, wollen wir nicht, sagt. Dann sagt Gott, okay, dann werde ich euer Nein einfach mal benutzen, damit andere Leute zum Glauben kommen und durch die anderen Leute ihr wieder einen noch größeren Anreiz bekommt, doch noch mal drüber nachzudenken, ob es sich mit mir nicht lohnt. Kapitel 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Ich hatte am Eingangs gesagt, das ist die Frage, die, denke ich, bei den Heidenchristen im Raum steht. Hat Gott sein Volk verstoßen? Hatte Gott irgendwann die Nase voll? Und die Antwort ist natürlich für Paulus eine ganz, ganz einfache. Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Also die Antwort ist ganz simpel. Kann ja nicht sein. Wenn Gott sein Volk verstoßen hätte, gäbe es ja keine gläubigen Israeliten. Ich bin aber da, ich bin auch ein Jude, ich bin gläubig. Also so dieses, alles ist verloren und verstoßen, das kann es ja nicht sein. Und außerdem, wenn wir das so ein bisschen durchdenken, diese Idee, dass es in dem großen Volk Israel immer einen kleinen, man nennt das Überrest gibt, der glaubt. Das wissen wir doch schon aus dem Alten Testament, dass Gott die Jungs und Mädels kennt, die glauben. Kapitel 11, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Gott wusste genau, was auf ihn zukommt. Meinst du wirklich, dass die Rebellion Israels ihn aus dem Konzept gebracht hat? Ja, wohl nicht. Denk an deine Kinderstunde. Denk an die Geschichte mit Elia. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Und Elia ist dieser frustrierte Prophet, der sagt, ach, ich bin alleine übrig geblieben. Keiner mehr da. Ja, so ein bisschen dies und Gott sagt, hey, sei entspannt, Elia. Da gibt's eine Höhle, da sind noch 7000 Leute drin. Gott kennt seine Leute. Gott weiß vorher, was passieren wird. Und deswegen wusste er auch vorher, dass nicht das ganze Volk Israel begeistert überlaufen würde. Aber er kennt die, die dazugehören. Vers 5, 11 Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit. Also wie es damals solche gab bei Elia, die auf der Seite Gottes standen, so gibt sie auch jetzt. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach der Auswahl der Gnade entstanden. Und ich denke, ihr versteht, was mit diesem Auswahl der Gnade gemeint ist. Wir haben die großen Konzepte. Auf der einen Seite Gnade und auf der anderen Seite Werke. Gnade und Glauben, Werke und Selbstgerechtigkeit. Und Paulus sagt, auch heute gibt es Juden, die glauben. Es gibt welche, die sich unter dieses Prinzip
unter dieses Auswahlprinzip der Gnade geflüchtet haben. Es mögen nicht so viele sein, aber es gibt sie. Und genauso wie damals ein Riesenvolk abtrünnig war und in einer kleinen Höhle 7000 Männchen übrig geblieben sind, so sieht es auch heute so aus, als wäre ein Riesenvolk weg und nur so ein kleines Häufchen hätte sich so auf die Seite der Christen geschlagen. Und das stimmt. Und was ist mit den anderen? Vers 7. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Israel sucht die Gemeinschaft mit Gott, das Gerechtwerden vor Gott, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl, die, die sich auf Gnade eingelassen haben, die haben es erreicht. Und jetzt kommt ein schwieriger Vers. Die übrigen jedoch sind verstockt oder verhärtet worden. Ich möchte das erklären. Wir haben eine Situation, die sehr ähnlich ist zu der zum Pharao. Der Pharao steht vor Gott und wir lesen von Anfang an, dass er eigentlich mit diesem Gott nichts zu tun haben will, nur Verachtung für den Gott der Juden übrig hat. Gott kommt mit den Plagen und die Indizien dafür, dass Gott mächtiger ist, nehmen immer mehr zu. Am Anfang sind seine Zauberer noch in der Lage, die Wunder nachzumachen. Später strecken die Zauberer die Hände und sagen, wir können das nicht. Irgendwann werden die Indizien so übermächtig, dass jeder normale Mensch eingeknickt wäre. Das ist der Moment, wo Gott sein Herz stärkt, um weiterzugehen. Eine ähnliche Situation ist hier. Stellt euch vor, ihr habt in eurem Herzen entschieden, als Israelit, ich möchte nicht Christ werden. Du hast das entschieden, ich möchte nicht Christ werden. Ich will mit diesem Christus nichts zu tun haben. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Aber du lebst in den ersten Jahrzehnten der Apostel, wo es Leute gibt, die gehen an einer Pforte vorbei, wo einer an der Seite sitzt, der ist seit Jahren krank, ein Bettler, von klein auf, jeder kennt den. Und wo die angebettelt werden, da sagen die, tut mir leid, also ich habe jetzt kein Geld dabei, aber weißt du was, ich gebe dir das, was ich habe. Steh auf und sei gesund. Und zack, wieder stehen da ein paar hunderttausend Leute rum und hören die Predigt an, die Petrus hält. Du lebst in dieser Zeit. Es ist so ähnlich wie in der Zeit des Pharao. Wenn du nicht willst und Gott dich verhärtet oder verstockt, ist dasselbe Wort, dann macht er dein Herz an dieser Stelle unempfindlich gegen das, was du sowieso nicht hören möchtest. Er sorgt dafür, dass du nicht gegen deinen Willen von den Indizien, weil einfach so viel passiert, da werden Leute aus dem Gefängnis von Engeln befreit, da werden Leute am laufenden Band kommen, werden Leute gesund. Da passiert so viel, dass Gott dir die Kraft gibt, immer noch Nein zu sagen. Und jetzt sind drei Dinge wichtig, die wir zu dem Thema Verhärtung aus Kapitel 11 wissen müssen. Erstens, die Verhärtung ist nicht der Grund für den Unglauben. Zuerst kommt die Zurückweisung der Gerechtigkeit des Christus. Zuerst sage ich Nein zu dem Angebot Gottes und dann kommt Verhärtung. Zweiter Punkt, die Verhärtung ist nicht irreversibel. Ihr kennt das Wort vielleicht aus der Chemie. Ja? Unumkehrbar. Die Verhärtung oder die Verhärteten können noch zum Glauben finden. Gott bindet den Willen des Geschöpfes nicht abschließend. Und drittens, und das ist der Clou hinter dem ganzen Kapitel, die Verhärtung, die Absicht dahinter ist folgende. Gott benutzt die Verhärtung der Juden, um dadurch viele Heiden zum Glauben zu bringen. Es passiert ja Folgendes. Die Juden sagen, nein, danke. Dann dreht sich plötzlich der Wind. Es wird aus einem Nein, danke ein, wir verfolgen euch. Die Apostel müssen Jerusalem verlassen. Gezwungenermaßen predigen sie irgendwann den Heiden. Und mit einem Mal kommen Heiden zum Glauben.
Die Verhärtung der Israeliten führt also zu einer verstärkten Heidenmission. Und wie wir gleich im Text sehen werden, dadurch, dass immer mehr Heiden zum Glauben kommen, reizt Gott die verhärteten Juden immer mehr an, nochmal über ihre Entscheidung nachzudenken. Das heißt, die Verhärtung ist eine Folge von Unglaube, sie ist aber nicht unumkehrbar und Gott benutzt die Verhärtung der Israeliten dazu, letztlich ihre eigene Verhärtung wieder aufzubrechen. Und wenn ihr das durchdenkt, begreift ihr, warum am Ende von dem Kapitel Paulus sagt, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Ja? Also Gott gibt sich nicht mit einem Nein zufrieden. Gott sagt, okay, das Nein kannst du haben. Ich lasse dich sogar deinen Weg in meiner Kraft ein Stückchen weitergehen. Aber nur, damit du am Ende es noch schwieriger hast, Nein zu sagen. Das ist Gott. Wenn Gott jemanden kriegen kann, dann tut er einfach alles, um ihn zu gewinnen. Und deswegen, wenn es in Vers 11 heißt, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Weil dass sie gestrauchelt sind, dass irgendwas schiefgegangen ist, ist klar. Aber sind die Israeliten gestrauchelt, um, und ich hatte das vorhin schon gesagt, komplett ruiniert zu sein? Ist dieses Straucheln so der Endpunkt im Umgang Gottes mit seinem Volk? Und die Antwort lautet, nein. Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Ist doch fantastisch. Da geht eine Sache schief und Gott sagt, kein Problem, take it easy. Also ich finde Gottes Souveränität, es macht mir so viel Spaß. Es gibt eine theologische Richtung, die davon ausgeht, dass Gott alles vorherbestimmt hat. So jeden einzelnen Schritt. Das ist nicht das, was ich glaube. Ich glaube, dass Gott einfach wie ein brillanter Schachspieler ist, wo du einfach... Du machst etwas und denkst, jetzt habe ich ihn. Und er sagt, also ich habe so jemanden, mit dem ich manchmal Schach spiele. Ich habe noch nie gegen ihn gewonnen. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich kann denken, jetzt habe ich dich. Und er denkt 2 Minuten nach und dann kommt irgendein Zug, out of nowhere, irgendwas. Ja, und ich denke, vielen Dank. Ja, und so ist irgendwie Gott. Die Israeliten ziehen dich mit und du denkst so, jetzt ist wirklich vorbei. Und Gott sagt, nö. Jetzt benutzen wir erstmal euer Nein, dass sich der Rest der Welt bekehrt. Und wenn der Rest der Welt anfängt, sich zu bekehren, dann könnt ihr ja nochmal nachdenken. Und das ist das, was hier steht. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Viel schneller, als das der Fall gewesen wäre, wenn Israel sich so als Nation bekehrt hätte und dann so in ihre, ach, wir fühlen uns ja alle wohl, wenn wir so als gläubige Israeliten zusammen sind, Mentalität, gedacht hätten, wir bleiben mal hier, ja. Apostelgeschichte 10, wie schwer fällt es einem Petrus, zu einem gläubigen Nicht-Juden zu gehen? Ja, der kriegt ja gar nicht kommt gar nicht auf den Gedanken dafür. Stellt euch mal ein ganzes Volk vor, ja? Wie nett die so in sich gläubig geblieben wären, bis da einer sich aufgemacht hätte, mal irgendeinem Nicht-Juden was zu sagen. Und so, die sagen nein und Gott sagt, super, bringen wir erstmal das mit den Heiden hinter uns. Und dann, um sie zur Eifersucht zu reizen. Es ist super. Und jetzt springe ich mal ein bisschen. Aber nicht so weit. Denn eigentlich ist das Problem, was Paulus hat, ja, das Problem, dass die Heidenchristen in der Gemeinde auf die Judenchristen runterschauen. Also diese Ideen, dass mit Israel alles aus ist, und dass Gott womöglich nicht mehr zu seinen Zusagen steht. Das sind ja Ideen, die kommen so aus der heidenchristlichen Fraktion. Jetzt muss Paulus an dieser Stelle noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und muss sagen, jetzt seid mal ein bisschen vorsichtig, ihr Heidenchristen, wenn ihr euch für, ich sag mal so, die Auserwählten, die Besonderen haltet. Vers 17. In Vers 17 beginnt ein Bild, das Bild von dem Olivenbaum. Der Olivenbaum in diesem Bild steht für das Volk Gottes in seiner äußeren Erscheinungsform. Das heißt für das Volk Israel im Alten Testament und für die Gemeinde im Neuen Testament. Ihr stellt euch so einen Olivenbaum vor, ja, der hat eine Wurzel und hat einen Stamm.
Und dann gehen oben die Zweige weg. Jeder hat sich das vor Augen, ja? Also Wurzel, Stamm, Zweige. Und die Idee ist, dieser Olivenbaum repräsentiert das Volk Gottes, so wie man es wahrnimmt. Da gibt es im Alten Testament das Volk Israel, das ist Wurzel und Stamm in dem Bild. Und die Zweige oben, das ist die Gemeinde, Neues Testament. Darüber sagt Paulus jetzt Folgendes. Wenn aber einige, Vers 17, der Zweige ausgebrochen worden sind, im Moment, wo Gemeinde entsteht, werden die, die eigentlich zu dem Ölbaum gehören, die Israeliten, die nicht gläubig sind, werden ausgebrochen. Und an die Stelle dieser nichtgläubigen Juden werden fremde Zweige eingepfropft. Das sind Heiden, gläubige Heiden. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Jetzt merken wir, wo das Problem liegt. Die einen denken, sie sind besser. Die Heidenchristen denken, na, wir haben es geschnallt und ihr nicht. Wir sind die Guten. Und Paulus sagt, stopp. Wenn wir uns den Umgang Gottes mit den Menschen anschauen, dann gibt es vom Alten zum Neuen Testament, ja, da gibt es eine Art Diskontinuität. Es gibt einen Bruch, es gibt einen alten und einen neuen Bund. Und da gibt es einen Übergang. Es gibt Pfingsten, es gibt das Kreuz. Es gibt ein Vorher und Nachher. Aber bitteschön, in dem Bild wird der Baum nicht gefällt und es wird neuer gepflanzt, sondern das ist ein Übergang. Wenn ich als ein Heide Christ werde, dann ist das so, wie wenn ich einen wilden Ölbaumzweig in einen kultivierten Ölbaum einpfropfe. Wenn ich euch etwas über das Evangelium erzähle, hier von vorne, als Heidenchrist, der ich bin, Ex-Germane, dann greife ich zurück auf die Fettigkeit des Alten Testaments und der Erfahrungen, die das Volk Israel mit demselben Gott gemacht hat, dem wir auch nachfolgen. Wir stehen in einer Linie. Wir können nicht einfach sagen, seit Pfingsten ist alles neu. Das stimmt nicht. Wir sind Abhängige. Wir, und das ist der Fehler der deutschen Christen im Dritten Reich gewesen, wir brauchen nicht herabschauen auf die Juden. Wir sind hineingetreten in ihre Verheißungen. Ihr Messias ist unser Messias geworden. Und der Segen an den Stammvater der Juden, Abraham, ist über Jesus in unser Leben hineingeflossen. Vers 18, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, pass auf, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Sei an der Stelle vorsichtig. Du bist nicht das Fundament, sondern Israel ist das Fundament. Lasst uns an der Stelle vorsichtig sein, nicht zu schnell in einen theologisch begründeten Antisemitismus zu verfallen. Es ist immer leicht, auf die runterzublicken, die es nicht gepackt haben und zu sagen, oh, ist doch ganz einfach, das mit dem Glauben. Kann sein. Paulus wird fortfahren und wird sagen, wenn sich unter uns Menschen finden, die äußerlich dazugehören, aber in deren Herzen sich Unglauben findet, dann nützt ihnen das auch nichts. Dann wird Gott mit ihnen genauso umgehen wie mit den Israeliten. Gott ist unparteiisch. Und noch schöner, Vers 23, aber auch jene, und das sind die Israeliten, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, das sind die Verhärteten. Ja, wenn die Verhärteten sich anreizen lassen, dadurch, dass Heidenchristen zum Glauben kommen und sagen, eigentlich möchte ich noch mal drüber nachdenken. Das kann doch nicht sein. Ja, mein heidnischer Nachbar betet den Gott an, das geht doch gar nicht. Wie kann das sein? Ist Jesus vielleicht doch der Messias?
Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Das ist die Hoffnung, die Paulus hat. Und das ist das, was er den Heidenchristen sagt. Wenn ihr glaubt, da ist alles aus. Vergiss es. Natürlich ist der Unglaube das Problem. Aber sobald die Rechnung Gottes aufgeht und Juden gläubig werden, dann ist das mit der Verhärtung sofort vorbei. Die sind sofort dabei. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Israel hat keine Zukunft. Und Paulus sagt, Quatsch. Ja, wir haben ein Problem. Aber keine Zukunft sieht ganz anders aus. Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Und das zum Teil bezieht sich auf das Verb. Es ist eine teilweise Verstockung. Es sind nicht mal alle betroffen. Und dann kommt ein Vers, über den ihr viel in der theologischen Abteilung der Brüdergemeinden nachlesen könnt, wenn ihr wollt. Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Viele Leute glauben, es gibt einen Punkt in der Geschichte, da ist eine bestimmte Menge an Heiden gläubig geworden und dann geht es mit Israel nochmal richtig los. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es heute schon mit Israel richtig losgeht. Ich glaube, dass dieses Wort Vollzahl, was hier steht, sich nicht auf eine bestimmte Menge von Heiden bezieht, die ins Himmelreich eingegangen sind, sondern dass es darum geht, dass die Errettung den Nationen bekannt gemacht worden ist. Oder bis die Errettung der Nationen ins Bild kam. So könnte man das auch übersetzen. Es macht für mich deshalb mehr Sinn, weil die Verstockung Israels, diese Verhärtung, nur für einen kleinen Moment in der Geschichte überhaupt Sinn macht. Nämlich nur dann, wenn die Apostel unterwegs sind, mit ihren Zeichen und Wundern in der Gefahr stehen, jemanden, der eigentlich nicht glauben will, durch den Druck dessen, was er sieht, in eine Richtung zu schieben, wo er nicht hin will. In dem Moment, wo die Apostel, diese erste Generation, weg ist, in dem Moment, wo das Heil den Heiden präsentiert worden ist, wo Errettung international geworden ist, in diesem Moment ist Verstockung nicht mehr nötig. Und so glaube ich, dass diese Verstockung aufgehört hat. Ich glaube, dass sich heute genauso viel Israeliten im Schnitt bekehren wie aus jedem anderen Volk auch. Dass wir da gar keinen statistischen Unterschied haben. Ihr müsst das nicht folgen. Könnt da viel nachlesen zu dem Thema. Aber Vers 26 heißt es, und so, auf diese Weise, dadurch, dass Gott verhärtet, die Verhärtung benutzt, um die Heiden zum Glauben zu führen und dann durch die bekehrten Heiden quasi so im Rückgriff auf sein Volk die Israeliten wieder anreizt, sich zu bekehren. So wird ganz Israel, und gemeint ist alle gläubigen Juden in allen Generationen, errettet werden. Nochmal zurück. Im Raum steht die Frage, kommen alle Israeliten in die Hölle? Paulus sagt, nein, ich bin die Ausnahme. Okay, aber dann ist wenigstens die Geschichte Gottes mit Israel vorbei. Er sagt, nee, da ist noch nichts vorbei, sondern wir sind gerade mittendrin. Ja, im Moment, Paulus schreibt etwa 55 bis 60 nach Christus, im Moment erleben wir das, dass da eine Verhärtung ist. Aber das ist eine zeitlich begrenzte Sache. Und Gott ist schon drauf und dran, so wie er alle in den Ungehorsam eingeschlossen hat, Vers 32, auch alle zu begnadigen. Und jetzt versteht ihr, wenn man das durchdenkt, warum es dann in Vers 33 heißt, und ich habe es jetzt ein klein bisschen anders übersetzt,
O Tiefe des Reichtums und der Weisheit und auch der Erkenntnis Gottes. Paulus durchdenkt das und ich wünsche euch solche Momente. Ich wünsche euch Momente, wo ihr euch in biblische Texte so tief hineinfresst, dass ihr am Ende vielleicht ein bisschen einen Driesel im Kopf habt, aber wenn ihr dann so die Fakten zusammenzählt, sagt, Wahnsinn, was für ein Gott. Was für ein Gott, der dranbleibt über anderthalb Jahrtausende. Was für ein Gott, der, wo ein Volk sagt, nein, wir wollen den Messias nicht einfach aufgibt. Was für ein Gott, der ein Nein benutzt, um die Heiden zu retten und den eigenen Leuten, den Israeliten, noch einmal eine Chance zu geben. Wie unausforschlich sind seine Gerichte oder Entscheidungen und unausspürbar seine Wege. Ich wünsche euch diese Haltung zu Gott, diese Begeisterung für das, was er tut. Nicht nur mit den Juden, sondern genauso auch mit eurem eigenen Leben. Vers 36 zum Schluss. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.